Hallo meine Lieben, heute geht es um das wunderbare Thema Backen. Achtung, nicht die Krise kriegen, und zwar idiotensicher. Wir backen heute eine Schokoladentarte, denn erstmal muss ich klarstellen, ich hasse Kochen. Ja, also ich bin keine gute Hausfrau, aber ich liebe Backen, das ist mein persönliches Yoga. Und ich habe von einer Freundin, der Jessie, das ist die Backgöttin, ja, die ist unglaublich, vor einiger Zeit, vor 2 Jahren oder so, ein Rezept bekommen. Das ist so grandios. Es geht rucki-zucki und es ist so einfach. Das könnt ihr auch und das ist ein richtiges Angeber-Rezept. Also, die kleine Schokotarte. Was ihr dafür braucht, ganz wenig. Ihr braucht Kuvertüre, 200 Gramm, also so ein ganzes Ding. Entweder als Block oder so als Tafel. 4 Eier, möglichst bio, denkt an die Hühnchen. 30 Gramm gemahlene Mandeln, gibt es so als Tütchen, kosten Euro, sind 100 Gramm drin, kann man also richtig was von backen, 3 Kuchen. 120 Gramm Mehl, nein, 60 Gramm Mehl, 60 Gramm Mehl und 120 Gramm Zucker, mit Zahlen habe ich es nicht so, und 200 Gramm Butter. So, und jetzt geht's los. Ihr braucht nicht länger für die Zubereitung als allerhöchstens 10 Minuten. Geht wirklich rucki-zucki. Abwiegen, ich habe das jetzt so schön hier wie bei den Fernsehköchen mit einer kleinen Digitalwaage getan. Geht natürlich auch jede andere Waage, aber sowas rentiert sich, kann man irgendwo in der Drogerie für 10 Euro kaufen. Ihr braucht eine 26er Backform, Springform. Alufolie habe ich unten reingemacht. Sieht hübsch aus, kann man wunderbar mit backen, geht nicht an. Und das ist so ein bisschen Dekozeug. Beeren und nachher für auf den Kuchen. So, aber jetzt los geht's. Also, und zwar, man nehme die Butter, möglichst Temperatur, also zimmerwarm die Temperatur der Butter. Dann ist sie schon so schön klatschig. Ab damit in einen Topf. Auch nicht immer die Fingerfrau raus. Und dann den Topf so auf 1 oder 2 stellen, wirklich ganz, ganz zart. So. Ja. Und dann nehmt ihr die Kuvertüre. Wenn ihr so eine Blockkuvertüre habt, dann müsst ihr die klein hacken. Das ist viel Arbeit. Deswegen muss ich ganz ehrlich zugeben, ich liebe diese Kuvertüre von einem Discounter. Zwar der Discounter mit dem großen... Ja, die sieht nämlich aus wie eine Tafel Schokolade und die kann man einfach... Ja, und muss nicht groß rumhacken und hat dann einfach mit, der Kraft der Hände hat das schon... Ja, das Ergebnis gebracht. Die kippe ich jetzt rein in meine schon zerlaufende Butter. So, sieht das aus? Ja. Ja, ruhig Deckel drauf und schmelzen lassen. Vergesst Wasserbad und so ein Gedönse, braucht man nicht. Wir bauen uns unsere eigene Schokobutter. So, das kann weg, das auch. Weiter geht's im Text. Und zwar, man nehme eine Schüssel und kippe die 120 Gramm Zucker rein. Ja. Und dann kommen die Eier oben drauf. Jetzt könnte ich natürlich so total angeberisch zack die Eier da reinhauen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, damit keine Schale irgendwie in die Eier, also in den Kuchen reinkommt. Ich nehme tatsächlich dann doch zur Kontrolle, schlage ich die in ein Glas oder eben in eine Glastasse und gucke, ob keine Schale drin ist und dann kippe ich das da rein. So, und so mache ich das mit den 4 Eiern. Ich hau das jetzt auch schon in die Küchenmaschine rein, dann kann das schon mal rühren. Wer keine Küchenmaschine hat, auch überhaupt gar kein Problem. Sieht man die Küchenmaschine, Birgit? Oder ist sie aus dem Bild? Nein. Ja, super. Dann nimmt man einfach einen Rührbesen, ja, also so einen Rührstab. Auch kein Problem. Stell sie jetzt mal. Auf jeden Fall nacheinander kommen jetzt die 4 Eier da rein. Ach, und natürlich ja, Ofen vorheizen. 180 Grad. Ober-Unterhitze. Sekunde, bin gleich wieder da. Hey, Leute. So. Und weiter geht's mit den Eiern. Und das Ganze, also Zucker und Eier, so richtig schön schaumig schlagen. Ja, das mache ich jetzt noch ein bisschen höher. So. Jetzt kommt der ganz
schwierige Schritt, Mehl und Haselnüsse zu vermischen. Habe ich dir jetzt extra. So. Das macht man normalerweise nicht. Da rein, wo die Eier drin waren, was reinkippen. Aber ich muss ja die Salmonellen nachher futtern. Normalerweise sollte man alles, was mit Eierschalen in Berührung gekommen ist, doch nicht mit Lebensmitteln in Verbindung bringen. Eigentlich auch die Toten waschen. Aber wie gesagt, die Birgit und ich futtern den Kuchen mit unseren Salmonellen. So. Jetzt haben wir diesen wahnsinnig aufwendigen Schritt erledigt. Und das vermengt. Jetzt können wir mal nach unserer Schokobutter gucken. Ihr sagt euch, diese Schokotarte von meiner Jessie, die ist so unglaublich lecker auch. So, könnt ihr das sehen? So sieht es jetzt aus. Einfach mal ein bisschen rühren. Ah, die muss noch ein bisschen. Na? Und da rühren geht schneller. Ich lasse es mal auf dem. Gib mal ein bisschen mehr Bums hier auf 2. Oh ja, oh ja, das ist also mehr als schaumig. Oh. So. Also das Ganze sieht jetzt so aus. Es muss aber gar nicht so bombeschaumig sein, ja. Also das ist ja schon fast so eine Sabayone. So megamäßig muss es gar nicht sein. Also wenn ihr jetzt wirklich nur so einen Schneebesen habt, dann beziehungsweise so einen Quirlbesen, dann ist es auch kein Beinbruch. So, also diese Tarte wollte ich sagen. Ich bin ein Schokoholic. Diese Tarte, die ist so lecker, weil die ist innen drin dann noch so leicht klatschig. Wisst ihr, so fast flüssig, so richtig. Die ist einfach großartig. Und ihr seht ja an den Zutaten, easy, easy, peasy. So. So, die Schokobutter ist jetzt wunderbar geschmolzen. Ab damit in die große Schüssel und alles vermengen. So sieht der Eischaum aus mit dem Zucker. Und jetzt lassen wir den leicht laufen und kippen unsere warme, geschmolzene Schokobutter einfach dazu. So. Ah. Topfleckig später aus. Ah, da können wir noch ein bisschen mehr Bums geben. Jawohl! Okay. Schritt folgt jetzt das Einschütten der Haselnuss-Mehlmischung. Auch wahnsinnig schwierig. Rein damit. Und jetzt wieder rühren. Ah, Ruhe. So, jetzt nehmen wir einfach das Butterpapier und schmieren da einmal kurz den Rand unter Spiringform ein. So, hat auch ausgedient. Und jetzt können wir den Teig auch schon in unsere Springform einfüllen. Tropft jetzt höllisch. So, damit wir nicht so ein kleinerer Datsch machen, legen wir jetzt das mal drunter. Ah, merkt obergeil. Jetzt schon. So, gut. Ganz schwierig. So sieht der Teig aus. Ab damit in die Springform. Und wundert euch nicht. Das ist wirklich eine Tarte, das heißt, es ist sehr dünn. Das ist kein richtiger Kuchen, der dann wahnsinnig hoch wird, sondern es ist eine
niedrige Tat. So, ich nehme immer gerne zum Schüssel auskratzen sowas hier, so ein Teigspatel. Dann kriegt man zum Ärger meiner Kinder fast alles raus aus der Schüssel. Komm, lecker, 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 lecker. So. Und jetzt heißt ab damit für 18 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Also 180 Grad Ober- und Unterhohlenhitze mit einer Position für 18 Minuten. In der Zeit kann man wunderbar die Küche aufräumen und bloß nicht überbacken. Piep, piep, piep. Mein Ofen wird hysterisch. Das heißt, 18 Minuten sind vorbei. Und so schaut's aus. Jawohl. Also wenn ich jetzt meinen Ofen und meinen Kuchen nicht so gut kennen würde, ja, dann würde ich jetzt mit so einem Holzstäbchen hantieren und reinpieksen. Aber brauche ich nicht. Ich will es ja gerne klatschig haben und weiß, es ist super. Selbst wenn ein bisschen was hängen bleibt, das ist gewollt. So, jetzt gehe ich einmal kurz mit einem spitzen Messer am Rand entlang, damit, wenn ich die Springform öffne, dass mir der Kuchen nicht zerreißt, falls er irgendwo angebacken sein sollte. So, fertig. Und jetzt geht's zum Dekorieren, weil das geht natürlich noch schöner. Entweder man nimmt Puderzucker oder Beeren oder beides. Ja, und wie das geht, zeige ich euch. Springform öffnen und weg damit. So, und jetzt sehen wir die Tarte. Ihr seht, die ist ganz flach. Vorsicht, noch warm. Und das ist auch gut so. Am besten ist es nämlich, wenn man die Tarte warm serviert. Das ist so geil. Ich sage, das ist unfassbar. So, jetzt hübsch auf das Deckchen geschoben. Das braucht man nicht mehr. Und ja, es geht noch ein bisschen hübscher. Und deswegen kommt jetzt der gute alte Puderzucker zum Einsatz. Ich nehme so ein Deckchen, um ein kleines Muster drauf zu pudern. So. Das geht mal mehr, mal weniger gut. Et voilà. Jetzt nehme ich das Deckchen vorsichtig ab. Jetzt hat man so ein kleines, feines Musterchen und das fülle ich jetzt auf mit Beeren, die ich natürlich vorher gewaschen habe. Und dann sieht unsere kleine, feine Schokotarte Zubereitungszeit 10 Minuten plus 18 Minuten im Ofen schon aus wie eine richtig kleine Köstlichkeit. Und für echte Schokoholics der kleine Tipp: wunderbar schmeckt ihr auch mit Vanilleeis. Heiße Schokoladentarte mit einem Zartenschmelz mit Vanilleeis. Schnappatmung. So, aber sie soll ja auch schon von Anfang an gut aussehen. Und so könnte man sie dann auch notfalls kalt servieren. Birgit, kannst du noch an dich halten? Oder hast du schon Pipi im Mund? So, et voilà. Kleine, total aufwendige Tarte. Ich bin ein bisschen stolz. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.